Heute im Retro-Club wird's kantig, aber geil! Guten Tag und herzlich willkommen, werte Zuschauer, hier im Retro-Club, eurem Wohlfühlformat auf Rocket Beans TV. Ich darf mal wieder euer Gregor sein, der euch gerne animiert und anstiftet zum Abonnieren, Glocke läuten, Facebooken, Instagram. Ihr wisst, was ihr alles Social Media technisch machen sollt, was ihr auch gerne machen dürft. Wir sind gerade, wo wir es aufnehmen, in der Vorweihnachtszeit. Und wer noch Geschenke sucht, also ich kann auf jeden Fall das ABC der Videospiele Level 2 und Level 1 auch, aber Level 2 insbesondere, weil es neuer und frischer ist, empfehlen. Das aktuelle Retro-Club-Buch, wenn ihr noch was Kleines, Nettes sucht für Leute mit Gaming-Affinität, behaltet es gerne im Hinterkopf. Insbesondere im Rocket Bean Shop gibt es sogar ein kleines Bundle mit Autogrammkarten und speziellem T-Shirt. So, da wir den Business jetzt hier gemacht haben, wir sind in der Vorweihnachtszeit, habe ich erwähnt, und natürlich wollen wir da digitale Geschenke für euch auspacken. Und wenn ihr in den letzten Folgen zugeschaut habt, ich habe so eine kleine Special-Folge gemacht zu japanischen Computerspielen, also Spielen, die auf japanischen Rechnern wie dem PC 98, dem MSX, prädominant japanisch MSX gibt es natürlich auch anderswo, oder dem X68000 gelaufen sind. Allerdings klassische PC-Spiele, die wir auch hierzulande kennen und geliebt haben, seit den 80ern, 90ern, 2000ern, gibt es natürlich auch zuhauf. Die kommen vergleichsweise ein bisschen seltener vor hier im Retro-Club, weil einfach das Abbilden dieser Spiele ein bisschen schwieriger ist mit, es wäre schön, wenn ich dann noch so einen schönen alten 386 hier hätte, wo ich nur schön hier mit allem drum und dran im Originalformat mit euch da spielen kann. Dafür aber das Thema der heutigen Folge passt ganz gut, das etwas zu modernisieren, denn kann ich aber geil, habe ich im Cold Open gesagt, ich will heute mal mir PC-Spieler aus der frühen Ära der Polygongrafik, also als 3D-Beschleuniger in Mode gekommen sind, die euch zeigen, aber unter modernen Gesichtspunkten. Wir lassen mal kurz die erste Mats laufen. Schönes Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit ist Quake 2. Das ist natürlich ein alter Spieleklassiker, der immer wieder dann gerne gespielt wurde. Allerdings mit so grobschlächtiger Polygonoptik nach einigen Jahren zum Release sah das natürlich super aus, aber der Zahn der Zeit nagt relativ schnell dran. Man hat eine Möglichkeit gefunden, zum Beispiel, dass man hier mit speziellen RTX-Funktionen, wenn Grafikkarten das unterstützt haben, einfach nochmal ordentlich eine Schicht Politur und Glanz auf die eher grobschlächtigen Modelle zu backen. Und wie gesagt, das fand ich sehr, sehr beeindruckend, vor allem, weil es so eine Art Mischung ist, diese Effekte und realistischen Spiegelungen und Schattierungen und Lichter, die da zu sehen sind. Dazu aber die eher niedrig aufgelösten Polygone, die groben Texturen. Ich habe eine gewisse Affinität dafür. Meinen ersten eigenen Heim-PC hatte ich ja auch erst Anfang 2000. Und da habe ich natürlich auch mit meiner Voodoo 3 dann ordentlich geballert bei Spielen. Und wenn ich mir die heutzutage angucke, die haben so eine gewisse Art von Schönheit. Und was wir heute eben machen werden, ist es nicht direkt wie bei RTX wirklich da nochmal zu schauen, was gab es für Sondermods und Spezialversionen. Viele dieser alten Games sind mittlerweile dank Services wie Good Old Games oder die dann eigene spezielle Settings für DOSBox und andere Sachen bauen oder entsprechend adaptiert auf Steam, dass ihr die Sachen spielen könnt, dass wir diese alten Klassiker nehmen und mal volle Pulle aufdrehen auf den höchsten Settings, nach Möglichkeit Ultra oder High oder je nachdem, was da eingestellt ist, gehen, weil einfach die Rechner, die wir heutzutage haben, ich habe jetzt hier so einen kleinen modernen Mini-PC hier, der zwar jetzt nicht auf dem Niveau von einer 4080 oder sowas ist, aber wenn ich mir dann meine Schätzchen von Anfang der 2000er anschaue, die dann hier mit 1080p mit voller Pulle laufen, das hat so eine gewisse kantige Schönheit. Ja. Und wir wollen mal gucken, was wir dann alles rausbekommen können. Lass uns zum Ingame einmal draufgehen und wir haben Quake 2 RTX uns angeschaut. Wenn wir Quake 2 sagen, sagen wir natürlich auch Quake 1. Und Quake 1 ist ja nochmal ein bisschen was Besondereres, weil ich meine, das war ja quasi der Ego-Shooter, der den Ball ins Rollen gebracht hat, was auch polygonale Ego-Shooter angeht auf dem PC, dass sich Leute speziell dafür, oh Gott, ich bin jetzt nicht bei schwer reingegangen. Werden wir gleich sehen, wo er mich hier rausschmeißt. In welchem Level? Okay.
Oh Gott, ich sehe es ja. Warte mal, ich muss mich jetzt auch noch mal konzentrieren, ein bisschen dabei. Also es war der Ego-Shooter, der auf dem PC damals, da haben Leute angefangen, hey, polygonale Grafik, das ist ja noch mal komplett anders, dass ich mich in der Theorie komplett umgucken kann, verglichen mit dem Doom und anderen Sachen, die ein paar Jahre vorher gekommen sind. Ganz zu schweigen von dem wirklich absolut schnellen Gameplay und den ganzen Effekten, den Waffen und der enormen Spielbarkeit. Es hat natürlich viel Fun gemacht. Dieser Titel, nachdem Quake 2 sowieso auch sehr gut angekommen ist, ist zum Glück, ich meine 2021 ist sogar schon soweit gewesen. Komme ich hier durch? Nee, noch nicht wahrscheinlich, oder? Er zeigt mir hier an. Oh Gott, wo werde ich angeballert? Da oben, ne? Die dumme Sau. So, hier, krieg schön mit der Nailgun eine rein. Dieses Game wurde, ich meine 2021 nochmal mit der sogenannten KEX Engine remastered, wenn du es so nennen willst, aber zumindest lauffähiger und für moderne Rechner verträglicher gemacht. Die KEX Engine von der von den Nightdive Studios, die sich ja extra auf die Fahnen geschrieben haben, dass sie, ich habe jetzt hier die Tür aufgemacht, mal gucken, wo ich so rum kann, sonst machen wir nochmal einen neuen Level auf, weil ich bin jetzt hier blind reingesprungen in den falschen. Habe ich ein bisschen die Angst. Ach da, die Tür haben wir nicht geöffnet. So, dann gehen wir mal oben hier rüber. Was die Leute bei den Nightdive Studios machen, ist gerne... Kann ich das anballern? Nee, ich muss noch ein bisschen warten. Oh, wer hat mich da angeschossen? Was war da los? Irgendjemand? So. So, umso besser. Nee, ich bin von hier gekommen. Haha, das war's. Dann lass mich hier mal runter und mal schauen. Der war's, die dumme Sau. Also die KEX Engine und die Nightdive Studios haben sich speziell frühe polygonale Games ausgesucht, die dann eben lauffähiger gemacht werden. In den letzten Jahren sind echt so schöne Updates gekommen von der polygonalen Doom-Reihe. Sie haben die Turok-Spiele zum Beispiel so aufgelegt, dass sie dann auf Konsolen und anderen Sachen lauffähig sind. Und was wir hier sehen, ist eben diese upgedatete PC-Version, die zum Grundstock noch die gleichen grafischen Elemente wie vorher hat. Aber ihr seht schon, mit den Grafik-Settings, die ich da ausgewählt habe, sind zum Beispiel so Sachen wie Motion Blur mit dabei. Kann man natürlich alles ab- und zuschalten, je nachdem, wie man es machen möchte. Ich habe hier auch nochmal die Möglichkeit, natürlich würde ich sowas eher gerne, wenn ich selber in Ruhe spielen würde, mit Maus und Tastatur machen. Aber die Option, dass man da einen Controller benutzt, und das ist hier für den Retro-Club ein kleines bisschen praktischer. Schaut euch die Kleinteile... Oh, warte mal, lass mal den hier weghauen. Die Kleinteile hier an, von dem ganzen Splatter, der hier mit dabei ist. Es gibt einem aber auch häufig die Möglichkeit, auch auf einen Controller zu gehen, wie ich es dann hier mache. Und hier schaut es euch an, ne? Ich habe hier schon volle Pulle durchgeschaltet. Ihr seht, wie der Lichtwurf drauf ist, aber es sind noch die klassischen alten Texturen. Und gerade diese Diskrepanz, ne? Die volle Pulle-Effekte, das, was Rechner, da bräuchtest du einen Mega-Rechner, damit der das in der Qualität überhaupt halbwegs zeigen kann im Original damals. Und hier spielen wir es ganz easy auf einem nicht mal so hochmotorisierten Computer in der bestmöglichen Qualität. Genau sowas fasziniert mich und das macht auch echt Spaß. Ich kann euch schon mal sagen, wir werden viele andere PC-Klassiker, die hier eher weniger im Retro-Club vorgekommen sind, auch noch mal weiter beleuchten, nicht nur Ego-Shooter. Denn, wie auch gesagt, Good Old Games ist da eine ganz gute Ressource, die ja sich wirklich exorbitant drum kümmern, diese alten Spiele nochmal lauffähiger zu machen. Nicht nur aus DOS-Zeiten. Die sind tatsächlich ganz gut verträglich, wenn man schaut, manche lassen sich auf 16:9 schalten oder anderen Aspect Ratios. Manche vertragen es auch easy mit modernen Grafikkarten, trotz der älteren Treiber oder was auch immer dann benutzt wurde, für die Spiele entsprechend adaptiv vernünftig auszusehen. Und einige von denen konnte ich eben so weit hochdrehen, dass man auch hier den Vorsatz kantig oder geil damit nehmen kann. Und ja, ich sage euch auch jetzt schon mal, dafür sind die Comments ja insbesondere da. Wo muss ich denn jetzt hier hin? Was sind so eure Schätzchen, die ihr nochmal lieben und kennengelernt habt, wenn ihr an so eine Wand dran geht und seht, geil, wie matschig ist diese Textur? Ist das nicht schön? Ist das nicht super? Weil das siehst du nicht mehr so enormst, vor allem bei den Remastern, die du heutzutage bekommst, weil dann brauchst du die goldene Schlüsselkarte, sonst kannst du hier nicht durch. Die wahrscheinlich irgendwo anders ist, wäre sie hier gewesen. Gucken wir nochmal anders, wo wir dann hinkommen. Aber da würde mich gerne auch von euch ein paar Tipps interessieren. Einige Games muss ich tatsächlich für diese Folge rausnehmen, weil die leider mit ihren Standardversionen sich nicht so geil hochskalieren lassen, die nicht in 16:9 verfügbar sind. Aber ich bin gerne auf Tipps dann aus und schaue mir gerne Sachen an, die ihr mir nochmal empfehlen würdet oder was ihr gerne im Retro-Club euch nochmal anschauen möchtet. Ups. Ich dachte, das war Wasser, aber das ist giftig. Schrei nicht so, mein Freund. Überleben wir's? Oh Gott, wo kann ich hier raus? RPG Heaven wurde vollgeschleimt.
Er schleimte mich voll. Okay, genug von Quake. So spaßig es ist, ist aber natürlich auch eines der Beispiele, die wir euch hier zeigen wollen. Ich glaube, ich habe ganz verrafft, Regie. Ich wollte euch natürlich auch noch das Cover vorzeigen, falls wir es noch nicht gemacht haben. Also schaut euch das mal an, denn so hätte das Cover ausgesehen. Ich finde immer noch ein sehr, sehr ikonisches Logo. Quake, wenn man jetzt nicht die Originalversion noch mit den ganzen anderen, da gibt es ja so viele Möglichkeiten, wie man es so auch lauffähig machen kann. Die aktuellste Fassung, die ihr wirklich dann auch auf allen möglichen Plattformen spielen könnt, ist wirklich sehr schön durch die Kex Engine adaptiert, dass sie ihre kantige Schönheit dann nochmal modern präsentieren kann. Auch ein Spiel, was dann, ich meine, es müsste auch über der Kex Engine nochmal lauffähiger gemacht worden sein, wir lassen das nächste Cover uns einmal genehmigen, ist Forsaken. Forsaken, glaube ich, heißt zurückgelassen werden, verlassen werden, ungefähr, wenn du es grob übersetzt. Und es ist irgendwie dieses Cover, da kann ich mich noch ziemlich gut dran erinnern. Da hast du die Dame gehabt mit dem prägnanten Tattoo im Gesicht. Und du denkst, was kann das für eine Art von Spiel sein? Werden wir gleich sehen, nämlich, wenn wir aufs Ingame dann draufgehen. Da läuft nämlich das recht niedrig aufgelöste Intro. Gerade hier im Moment. Forsaken ist ein Multiplattform-Spiel gewesen zu der damaligen Zeit. PC-Version natürlich für die Leute, die einen PC hatten, hat man die bevorzugt, weil man da die grafischen Effekte ordentlich hochdrehen kann. Es gab es auch für das N64 und ich meine, ich habe es auf der PlayStation gespielt, aber es könnte auch das N64 gewesen sein. Das ist auch eine Art Ego-Shooter, aber ein Flug-Ego-Shooter, nicht unähnlich zu Spielen, die wir schon vor einiger Zeit im Retro-Club hatten. Ich weiß nicht, ob ihr noch an Descent erinnern könnt. Da ist man ja auch wie bei einem Ego-Shooter rumgeflogen, aber hatte noch die Möglichkeit, mit einem Fluggerät unterwegs zu sein, wo man tatsächlich durch große Gänge dann durchgeschwebt ist, teilweise die Kamera auf den Kopf drehen kann und das ein ganz eigenes Gameplay reingebracht wird. Und hier seht ihr die dystopische Terminator-Story, die man sich angucken kann. Das ist die PC-Version. Hier müsste die von Good Old Games, meine ich, hier gewesen sein. Und ja, auch hier steht's unten, die Kex Engine 3.6. Drücken Sie einmal Enter hier. Die kann man zum Glück auch dann schön hochdrehen. Wir sehen hier das schöne Menü. Also da ist auch, die Texturen sind niedrig, aber die Auflösung ist hoch. Ich habe auch alles auf vollgepackt, so gut es geht. Ich gehe mal kurz auf Spielbeginn und machen wir mal den Einzelspieler. Normal soll der hingehen. Fand ich auch immer sehr faszinierend, auch wenn solche Games mal ein bisschen schwieriger waren. Also, ihr seht hier, ich bin mit meinem Fluggerät unterwegs. Ich kann, so wie ich es auf der Analogsteuerung gelegt habe, dann mit dem rechten Stick hoch und runter schauen. Ich habe sogar eine Art Rückspiegel, wo ich nach hinten gucken kann. Und Zeitlimit. Und hier kann man vielleicht einen kleinen Tacken ein bisschen besser alles erkennen. Einfach, weil das ein Tacken heller ist insgesamt, als Quake grundsätzlich aufgebaut ist. Ich habe auch schon geachtet, dass es da nicht zu dunkel in den meisten Fällen ist. Schaut euch diese Effektflut hier an. Da wir es mit einem Sci-Fi-Game zu tun haben, im Hintergrund natürlich der Techno-Sound, der abgeht. So, konnten wir hier hoch. Hier gab es ein Item. Lass mich mal hoch. Sie haben jetzt einen Goldbarren. Da danke ich dir. Und hier, was haben wir hier? Zwei Goldbarren. Geil. Konnte man hier, wenn man einigermaßen gut mit der Steuerung zurechtgekommen ist, dank Twinstick ist das zum Glück kein Problem mehr. Das war eine Tür, gut, dass ich mich nicht geirrt habe. Ist es jetzt vor allem etwas, was ich, wenn ich es früher kannte auf den alten Versionen, war es vergleichsweise ein bisschen ruckliger. Es sah cool aus, es hatte schon diese fast neonartigen Grafikeffekte, aber hier eben smooth in Twin-Stick-Steuerung hier durchtauchen und ich kann es sogar wesentlich besser steuern, als ich es gedacht hätte nach der langen Zeit. Weil wenn man sich einmal an Twin-Stick gewöhnt hat mit den Jahrzehnten, kannst du selbst solche ehemals komplizierten Spiele, stell euch das vor, auf dem N64 mit einem Analog-Stick und dann musst du mit den C-Tasten noch irgendwie arbeiten, wird es umso kniffliger. Und ja, das war so ein Ding, wo ich auch eben gerne Zeit investiert hätte. Hier, vielleicht kann man die Parallele so ein bisschen zu Quake ziehen. Was das Game Design angeht, viele Spiele aus der Zeit, gerade wenn sie im Shooter-Genre sind, haben gerne diese labyrinthartigen Level aufgebaut. Das ist noch so eine Altlast, die man auch aus den frühen Genre-Vertretern gekannt hat. So ein Doom oder ein Duke 3D. Du bist dann eben in Level reingekommen. Das war zwar auch viel Action und Geballer, allerdings, das war alles in labyrinthartige Level mit verschiedenen Schlüsselkarten dann verpackt. Hier einen Weg finden, da eine Geheimtür öffnen. Und teilweise musstet ihr eben schön auch die Übersicht behalten, wo geht's überhaupt lang, wo können wir Geheimnisse finden. Und das ist was man bei Forsaken noch gespürt hat. Vom Release her, oh, da haben wir noch einen, vom Release her war es ein paar Jahre später nach dem ersten Quake. Ich meine jetzt 98?
Aber das können wir gerne auch nochmal bei Gelegenheit checken. Aber es war auf jeden Fall nach dem ersten Quake, wo es rausgekommen ist. Ist es etwas, was man eben, wenn man einen guten Rechner gehabt hat, dann schon in einer ähnlicheren Qualität haben kann. Hier die KEX Engine. Es müsste es jetzt auch in dieser Neuauflage mit der Oldschool-Optik auch auf anderen Plattformen geben, aber wenn ich die Gelegenheit habe, sowas am PC zu spielen, ist es natürlich geil. Die Switch hat auch was für sich, muss ich sagen, für solche Games, aber da sind die Joy-Cons leider so scheiße. Oh Gott, worauf habe ich mich eingelassen? So, wo? Oh, da ist ein Panzer gekommen. Dann wird es dann umso kniffliger, solche Sachen sich anzuschauen. Und ja, das sind so eher die PC-Spiele, die ich tatsächlich, als ich, wie erwähnt, zu Anfang der 2000er meinen ersten eigenen, damals modernen PC endlich daheim hatte, weil vorher habe ich tatsächlich nur Konsolen und Amiga und C64 zu Hause haben können, habe ich mich eher darauf konzentriert. Oh, ich traue mich gar nicht, hier unten zu gucken bei der Lava. Und ein bisschen seltener, weil ich ja nicht so der Echtzeitstrategie-Fan bin, habe ich nicht so viel aus dem Genre gespielt oder was ihr dann sehr häufig in euren Listen mit drin habt oder wo ihr sagt, das sind meine Highlights oder unsere Highlights. Den will ich natürlich auch irgendwann mal nochmal eine Bühne bieten, aber heute soll es ein bisschen mehr um diese Art von Games gehen wie Forsaken oder Quake oder auch ein paar andere schöne Actionspiele, die sie sind. Und ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich glaube, ich habe mich jetzt eh schon verflogen hier und ich weiß gar nicht mehr, wo der nächste Ausgang ist. Das nächste Spiel, was wir angucken werden, ist auch leider eine große Wissenslücke bei mir, weil ich hatte es damals nicht, als es rausgekommen ist und als ich es dann potenziell hätte spielen können, war der Zahn der Zeit schon zu sehr dran, hat er sich verlustiert, hat dran genagt am Spiel. Nee, dann würde ich sagen, wir lassen es auch, weil jetzt finde ich gerade den Ausgang hier nicht, mitten beim Erklären. Aber ich glaube, ihr habt einen gut genugen Eindruck davon bekommen, wie Forsaken gewesen ist. Ja, das bringt meine Retro-Säfte nochmal in Wallung, wenn ich dann solche Spiele in der Form sehen kann. So, welches Spiel habe ich wohl gemeint? Was ich damals persönlich verpasst habe, was ein absolut großer PC-Klassiker ist und wo ich jetzt ein bisschen investiert habe und das mit euch angucken möchte, folgendes ist es, nämlich System Shock 2. Ja gut, Bioshock und die anderen Sachen haben wir gespielt. Das ist ja quasi der inoffizielle Nachfolger zu System Shock gewesen. Aber das ultimative, ja, Ego-Perspektiven-Sci-Fi-RPG mit Action-Elementen ist natürlich etwas, gab's ja, meine ich, damals auch nur auf Computer und nicht auf Konsole. Und irgendwie, hey, hätte ich es damals gespielt oder hätte ich es damals gehabt, das wäre wahrscheinlich auch in meinen Top-Listen absolut aufgetaucht, weil es sind genau die Art von Spielen, die ich mag. Jetzt, so wie es hier im Moment ist, muss ich mal kurz gucken, dass ich es für euch hier vorbereite. Was wäre denn der richtige Save? Ich glaube, der erste, den soll ich nur nehmen. Gucken und dann, okay, dann können wir auch aufs Ingame da mal drauf gehen. System Shock. Also System Shock ist ein Ego-Adventure mit Schusselementen und allem drum und dran und Rollenspielzeug. Ich bin auf einer Raumstation gelandet, die anscheinend von Mutanten und Aliens übermannt wurde. Man beginnt das Spiel, indem man erstmal seinen Charakter generiert und quasi sich so ein paar Sachen auswürfelt. Wo man verschiedene Talente hat, die dann eingesetzt werden fürs Hacken von Türen oder anderen Geschichten. Hier zum Beispiel habe ich jetzt hier in meinem Inventar, wollen wir die Shotty nehmen? Komm, nehmen wir mal die Shotty. Hier Items rausgesucht und leider die Station, wo wir jetzt hier gelandet sind, ist alles gleich richtig am Dampfen und das ist noch am Anfang die Tutorial-Phase. Hier muss ich natürlich erstmal die Hindernisse weghauen, damit die mir nicht auf die... Was ist da passiert gerade? Irgendwas ist explodiert und ich bin tot, oder? Okay, dann laden wir nochmal. Will da nicht zu viel erklären, aber gehen wir nochmal hier rein. Ja, auf jeden Fall sowas, wo man das aus der EU-Perspektive erkundet und so, du hast einen Mix aus verschiedenen Elementen und ich fand es sehr faszinierend, eben nicht nur das hier herumlaufen und erkunden und machen. Entschuldigt, wenn ich hier so ein bisschen struggle, weil so wie wir das gerade hier aufgebaut haben, spiele ich mit einer Tastatur, mit einem Touchpad. Und dieses Spiel funktioniert leider nur vernünftig mit einer Maussteuerung, weil das ja auch sehr, sehr menübasiert ist. Das kannst du, glaube ich, nicht so, wie das grundsätzlich aufgebaut ist. Tab-Taste drücken, nicht das. So. Kannst du nicht einfach auf Controller umsetzen, aber mit der... So. So, wir gucken mal. Jawohl, so geht das, dass man hier drauf, dass man ein bisschen sein Hirn dann einsetzt und dann benutzt. Holy shit. Der Sektor verliert Druck und das blaue Fuhrfeld hält nicht mehr lange durch. Sie müssen durch eine sichere Luftschleuse, bevor sie in den Raum hinausgesaugt werden. Schnell! Zum Glück
werde ich jetzt versuchen, hier dann so durchzugehen. Und ey, da bin ich insbesondere auf eure Expertise gespannt, weil ihr seid, glaube ich, auch sehr vertraut mit Spielen wie System Shock und System Shock 2. Hier zum Beispiel auch, dass man sich Informationen holt, hier wo wir angekommen sind, wirklich irgendwas ist hier passiert, überall Leichen, Luftschleusen und alles, was ich mir hier anschauen muss jetzt, ist das den Log, den wir bekommen haben, und zwar wird hier, wir hören auch die Sprachausgaben im Hintergrund, wird hier der Code bekannt gegeben, oder steht hier drin, damit ich auch dieses Mini-Rätsel lösen kann, 45100 ist es, was wir manuell hier angeben. Zum Glück bleibt er gleich. 45, 100. Und dann geht's auf. Leider habe ich für die Hack-Funktion noch nicht genug geskillt. Und hier, oh, da wird geschrien. Ja, ein Mutant mit einer Schotti läuft hinterher. Das sieht nicht so gut aus. Deshalb werden wir versuchen, uns dran mal vorbeizukriechen. Und hier auch, um auf das eigentliche Thema da noch mal einzugehen, wir wollen natürlich nicht nur über das Spiel an sich sprechen, sondern das ist zum Glück hier in dem Release ein Spiel, was sich echt gut skalieren lässt auf modernere Rechner. Man sieht die Texturen in den hohen Auflösungen, allem drum und dran. Es wird dann umso schwieriger. Warte mal, ich habe die Batterie muss ich aufnehmen. So, wenn ich hier hingehe. Nein, das nicht. Ich nehme die Batterie raus. Das auch dem Thema der Sendung entspricht, dass ich... So, wie komme ich jetzt hier raus mit der Batterie? Achso, Rechtsklick lädt alles auf. Okay, dann lassen wir es im Inventar. Rechtsklick lädt alles auf. Und jetzt kann ich die Batterie benutzen. Nein, nicht damit. Jetzt kann ich sie aber wahrscheinlich. So geht das. Kompliziertes PC-Gaming jetzt hier. Gut, Sie haben es geschafft, bevor die Luft aus dem ganzen Bereich entwichen war. Ich habe mir das Spiel dann angeschaut in Vorbereitung auf die Show hier an einem Sonntagnachmittag. Und ey, das wäre zu den Zeiten, wo das rausgekommen ist, tatsächlich so ein Sonntagnachmittagsspiel für mich gewesen. Du hast ein paar Stunden Zeit, alles entspannt, bevor der Ernst des Lebens wieder losgeht am Montag. Und du kannst dich darauf konzentrieren und einfach mal machen und gucken. Ich hätte wahrscheinlich im Hintergrund auch diese ganzen Sci-Fi-Serien von RTL oder so laufen lassen. Erde 2 oder Sequest DSV oder so ein Bullshit. Ja, wobei, das ist mehr 90er, aber die sind ja noch mal x-fach wiederholt worden. Hier kann ich meine Credits, die ich gefunden habe, für... das braucht ein bisschen viel. Ich habe nur 4 Module, ich muss ein bisschen mehr finden. Aber es werden solche Sachen... Oder Babylon 5, das hätte ich zum Beispiel geschaut, so Sci-Fi-Serien und alles. Das war eine schöne Kombination bei mir, solche Sachen zu gamen und dann vielleicht auch mal ein bisschen Star Trek und andere Sachen sich anzugucken. Und das ist schön einher bei mir gegangen. Und selbst in meiner kurzen Anspielsession hier, um mir mal... Ach, schaut euch mal diesen Ellenbogen an! 4 Polygone. Nein, ein kleines bisschen mehr, aber ist das nicht geil? Schauen die an. Der Mann, der ist hier ein Kunstwerk. Hier, Knöchel gebrochen oder alles. Oder einfach die Polygone anders zusammengeklebt. I love it. I love it absolutely. So, jetzt gucken wir mal, können wir die Tür nochmal aufmachen? Oder war das der Computer hier? Ein Computerkiosk. Ach, warte mal, was haben wir hier? Ah, wir brauchen den nächsten Code, womit wir hier rauskommen. Der hier natürlich nicht ist, aber können wir uns natürlich umschauen und weitere Sachen hier erkunden. Erzählt mir gerne mal bitte... Auch hier in den Comments ganz normal System Shock 2 insbesondere. Wie gut hat sich das gehalten? Ist es etwas so, habe ich jetzt nur echt einen guten ersten Eindruck davon, weil ich das einfach damals nicht gespielt habe und sehe einfach, wie ein cooles Game das gewesen ist und dass ich auch hätte gerne schon so weiterspielen können? Oder ist der Zahn der Zeit doch dann zu viel gewesen, ne? Weil wir haben ja den inoffiziellen Nachfolger mit Bioshock dann bekommen, der ja nochmal visuell als auch spielerisch sich ein paar andere Sachen überlegt hat. So, jetzt kann ich aber das mal anwenden. Gewehrmunition und Psy-Spritze habe ich gekriegt. Deshalb können wir uns, glaube ich, jetzt gleich aufleveln, wenn wir durchgehen. Was gibt hier? Oh. Kann mich jemand rauslassen? Ich kann meine Karte nicht finden. Lasst mich bitte hier raus. Und auch die deutsche Loka. Absolut fantastisch. Zum Glück haben wir hier den... Oh, warte mal. Ich glaube, ich habe hier doch noch im Kopf. Da müssten jetzt tatsächlich Gegner sein, auf die ich überhaupt nicht vorbereitet bin. Aber wir gucken mal, ob wir... shooten können jetzt hier gleich. Das packen wir ins Inventar wieder zurück. Da sind welche. Ich sende Ihnen weitere Module. So. Oh. Oh, ich habe beide erwischt. Auf
den meisten Decks finden Sie ein Quantenbiorekonstruktionsgerät. Xerxes hat sie alle deaktiviert, aber holy ich habe shit. Sie heimlich wieder angeschaltet. Sie müssen allerdings jedes Gerät einzeln bedienen, um eine Quantenrückhalteprobe zu liefern. Danach kann das Gerät Ihren Verdammt! Der Stromausfall hat den Zugang zu diesem Schott gesperrt. Es ist der einzige Weg in den Medizinbereich. Geben Sie die Batterie auf und suchen Sie eine Ladestation. Die Station, die Sie... Ich glaube, ich war gerade zu nah dran an der Selbstschussanlage. Entschuldigt, ich war gerade komplett gefangen von dem Spiel, muss ich sagen. Auch wenn ich es leider nicht so perfekt jetzt hier weitergebracht habe. Ich glaube, es reicht auch hier erstmal, weil das ist ein Game, dem man normalerweise auch noch mal viel, viel mehr Zeit widmen möchte. Ist ein cooles Ding und hat auch eine schöne, kantige Schönheit für die moderne Zeit hier. Das ist die Good Old Games-Fassung. Wobei auf Steam gibt es die auch in der Version. Oh, das nächste wird ein interessantes Beispiel, denn wir lassen das mal kurz das Bild. Euch da mal einblenden. Tomb Raider haben wir natürlich sehr häufig hier schon mal gezeigt in verschiedenen Arten. Aber das allererste Tomb Raider hier in der ikonischen trapezartigen Verpackung von Eidos damals gepublished oder auch rausgebracht. Die hatten damals ihre PC-Spiele tatsächlich in dieser Art Verpackung drin gehabt. Ich hatte zum Beispiel Final Fantasy VII in der PC-Version in diesem Trapez dann auch daheim gehabt. Und Tomb Raider hat in der PC-Fassung für mich noch mal eine ganz andere Relevanz. Denn das war das erste Spiel, was ich im Kaufhaus 3D beschleunigt gesehen habe. So, lass mich jetzt hier kurz gucken, dass ich mit dem Controller hier machen kann. Oh, mein Controller will er gerade nicht. Oder lass mal gucken, dass er sich verbindet. Dann kann ich das nämlich gleich weiter. Das spielen wir nämlich gleich mit dem Controller. Aber kurz, um die Geschichte einmal kurz fertig zu machen. Also, es war das erste Spiel, was ich im Kaufhaus 3D beschleunigt gesehen habe. Und da sind mir ein bisschen so die Augen übergefallen, weil ich kann es nur von der PlayStation 1 dann damals her. Und da war die Grafik zwar cool, aber ein bisschen grob schlecht. Aber da alles in der schönen Kantigkeit damals schon zu sehen, ne? Ich glaube, ich muss den Controller noch einmal sinken. Also, entschuldigt mich. Ich guck mal, dass ich es mal aktiviere. Es kommt davon, wenn man PlayStation-Sachen an PCs benutzen möchte. Komm mal her. Mein Adapter. Oder agiert er nicht? Ich check es nochmal ab. Das sind die Voraussetzungen der Technik, die wir hier haben. Aber ja, ich habe es damals 3D beschleunigt gesehen und natürlich auf dem PC jetzt endlich. Nice. Den ich so nicht habe laufen lassen können. Die Möglichkeit, die wir jetzt haben, im Speziellen bei Tomb Raider, die PC-Version, sie laufe ich zum Beispiel ein bisschen schwieriger, weil da alte Windows-Spiele auf PCs nochmal umzusetzen. Es gibt eine Art Software, ein Frontend namens OpenLara, was die Möglichkeit einem gibt, ja, so ähnlich wie mit der Kex Engine, wie wir sie gesehen haben, und gehen wir gerne aufs Ingame drauf, die klassischen Tomb Raider Games in vollster Qualität mit halbwegs realistischem Schattenwurf oder zusätzlichem Schattenwurf hier zumindest, dann auf modernen Plattformen hochzudrehen. Ich habe hier die Möglichkeit, ich konnte das direkt über RetroArch dann mit einbinden, wie ich auch andere Emulationslösungen mit rein tue, quasi hier mir den klassischen ersten Tomb Raider Level dazu zu holen. Und was ich hier machen konnte, die interne Auflösung ist tatsächlich bei über 4K, mit der ich das gerade laufen lasse. Es ist 1080p Ausgabe für die Sendung, aber wir haben ein 4K Rendering im Hintergrund. Das bedeutet, wir haben nochmal Downsampling, also die Kanten sind auch rasiermesserscharf, ja, und wir sehen keinerlei richtige Kantenbildung oder Treppchenbildung, besser gesagt. Und das ist auch hier ein ideales Beispiel. Oh, da ist ein großer Bär. Habe ich ganz verpasst. So, warte mal. Komm her, du großer Bär. So. Volle Pulle. Zack, zack, zack. Nichts gedürft. Oh, ich hab ihn. Ich hab ihn tatsächlich nochmal erwischt. Da hat's. Oh, jetzt tut's mir ein bisschen leid, dass ich Kanti die Beere hier weggemacht habe. Hier kommt das nochmal ein bisschen deutlicher heraus, vielleicht sogar zu den anderen Spielen, die wir gesehen haben. Oder ey, alleine schaue ich das hier an, ne? Die Lichtquelle, die wir haben, wie hier Laras Schatten nochmal an die Wand geworfen wird. Das hast du selbst bei der alten PC-Version so nicht in der Möglichkeit gehabt. Das sind die Sachen, die man nochmal drüber packen kann. Und da es ein vergleichsweise frühes polygonales Spiel ist, jetzt hier mit dem 16:9 Bildausschnitt, mit dem 4K-Rendering im Hintergrund, ploppen die Texturen dann auch noch mal besser raus. Und wir gucken auch mal, ob wir Lara mal gut einfangen können. So, es wird natürlich ein bisschen schwieriger hier durch die alte Art der Grafik, dass wir sie mal ein bisschen hier sehen können. So, wie drehen wir die Kamera? So, ich gucken wir mal. Ah, okay, so können wir uns umschauen. Aber ihr seht schon ein bisschen, ja. Die Ecken und Kanten, sie sind schon vor... Ah, da. Da, okay. Schaut euch an, da das Gesicht. Und
Ja, es sind Dreiecke angesagt auf jeden Fall. Und die Hände sind zwei Stöcke mit zwei Knarren dran. Ich hätte auch Bock, wirklich sowas, das letzte Mal, wo ich Tomb Raider 1 in der Form oder zumindest in einem klassischen Spiel komplett durchgespielt habe, war tatsächlich zum Launch, also von Anfang bis hinten auf der PlayStation 1. Sonst immer punktuell und ich habe natürlich auch Tomb Raider Anniversary gespielt. Oh, das ist auch was hier. Schaut euch an, die Lichteffekte, wenn ich einmal mit der Knarre baller, ne? Da kriegt ihr einen vergleichsweise halbwegs realistischen Lichteffekt dann mit drauf. Die hätte solche Raketen hier gebraucht, damit wir das wie bei Forsaken dann quasi verfolgen können, wo das Licht an der Wand dann entlang geht. Ah, gehen wir kurz ins Wasser rein, das wäre natürlich auch mal ganz nett hier. Ich will natürlich noch ihren Parademove zeigen, bevor wir ins Wasser reingehen, weil das Hangeln macht natürlich auch mehr Spaß. Gehen wir kurz hier mal gucken, wo wir hoch können. So, von hier sind wir gekommen. So, das Wichtige war natürlich, wenn du hochgehst, dann musst du den hier machen. Haha, R1 gedrückt halten. Da macht sie nämlich den Überkopfsteiger. Der geht hier natürlich immer noch. Checkt es gerne aus. Sucht mal nach Open Lara, wo ihr dann entsprechend eure Ingame-Dateien mit reinpacken könnt. Und das in der Form zu sehen und dann so zu spielen, bringt vielleicht euch nochmal eine andere Wertschätzung für die Originale. Weil klar, Anniversary ist dann 10 plus Jahre später rausgekommen, hat natürlich auch nochmal einen anderen Stil gehabt, der heutzutage sich vielleicht ein bisschen gefälliger dann übernehmen lässt. Aber ich finde gerade das, diese frühe Polygonzeit, wo du mal Mut zur Kante haben konntest, das können sie gerne so drin. Auch alleine das Wasser hier, ist das nice? Und auch hier der Lichtwurf im Wasser unten und alles, das ist schon ganz geil. Das ist schon ziemlich geil, ey, diese Mischung. So, gehen wir mal rauf. Oh, und Lara ist sogar nass. Look at this. Ja gut, wenn die Wand... Oh, wenn ich in die Wand hier vielleicht gehe, kann ich das mal forcieren. Komm, Kamera, du wirst nicht... Ah, die Kamera will leider nicht so direkt. Aber ja, schöne Sache, sehr schön gemacht. Gibt's hier überhaupt was zu finden oder habe ich mich in der Sackgasse geschwommen? Hier muss doch irgendwas sein. Aber nichts, was ich im Moment finde. Na gut, aber das soll jetzt auch, glaube ich, genug zu Lara Croft sein. Denn ich wollte euch einmal nur zeigen, wie es in der Fassung ausschaut. Checkt Open Lara aus und dann könnt ihr auch an der kantigen Schönheit ein bisschen teilhaben. Das nächste Game, da wird's interessant. Wir lassen das nächste Bild mal anzeigen. Da habe ich mich mit dem originalen Mafia vor ein paar Monaten zur Aufnahmezeit beim Future Club damit beschäftigt. Denn da ging es um die Spiele, die im Jahr 2002 rausgekommen sind. Und Mafia war tatsächlich eines der Spiele, die ich damals auf meinem PC gezockt habe. Als Fan von GTA und anderen Geschichten. Max Payne war durch, die anderen Sachen, die ich gezockt habe, auch fertig. Ich schaue mir Mafia einmal an. Und Mafia hat mich zu einem Teil gequält, was den Schwierigkeitsgrad anging und den Realismus, der teilweise zu realistisch bei den Fahrsequenzen gewesen ist. Wir gehen aufs Ingame, gerne drauf, dann können wir gleich das fantastische, ich glaube, das ist das Logo von der Firma, ne? Was da gerade gezeigt wird. Hat es mich einerseits gequält, aber es hatte auch einen sehr filmischen Anspruch und vom Storytelling her, um Gewaltgrad, das war schon intensiv und vor allem auch ein Hingucker-Spiel, ja, wo die PC-Fans angucken, auch wenn später eine PS2-Version gekommen ist, aber die PC-Fans, das war für die das herausragende Open-World-Game, wobei die Open-World da mehr natürlich fürs Look and Feel da gewesen ist. Ich habe jetzt hier es so weit hochgedreht, wie ich konnte auf dem Rechner. Das Ding ist, dass die PC-Version von Mafia, die ist natürlich auch für Computer und Grafikkarten geeignet gewesen, die damals rausgekommen sind. Und ich habe gesehen, obwohl der Rechner das eigentlich zu leisten imstande wäre, ich kann nicht so viel an Weitsicht und Flüssigkeit und andere Sachen damit reintun. Ich lade mal kurz. Wobei, nee, ich lade mal erstmal nicht den Spielstand, sondern wir machen mal kurz den Anfang, weil da können wir mal die aufwendigen Cutscenes sehen. No? Und ich gehe hier kurz mal auf ein neues Spiel, weil da halte ich auch mal kurz die Schnauze. Genießt das gleich mal, wie das ausschaut und wie das inszeniert ist hier. Detective Norman, darf ich mich setzen? Seine Krawatte. Ich bin spät dran, aber ich wollte nicht gesehen werden. Sie wissen, was ich meine. Was kann ich Ihnen bringen, Sir? Nur einen Kaffee. Kommt sofort. Mit Leuten wie Ihnen gebe ich mich sonst nicht ab.
Ich habe Ihnen ein Geschäft anzubieten, Detective. Ich bin kein Geschäftsmann. Und selbst wenn ich einer wäre, würde ich mit Ihnen keine machen. Ich mit Ihnen normalerweise auch nicht. Aber das hier ist ein Sonderfall. Gut für Sie und Ihre Vorgesetzten und gut für mich. Es geht um eine Art Tausch. Tausch? Nun, ich bekleide eine Führungsposition in einer nicht ganz legalen Organisation. Ja, Organisation. Die Katzchen würde noch weitergehen, aber ich wollte euch noch mal ein kurzes kleines Beispiel geben. Ich überspringe jetzt hier auch mal, oder wir laden besser gesagt, damit wir jetzt die Intro-Part schon mal durch haben. Wo würde ich hier noch mal reingehen? Gehen wir mal... Wobei, nee, wir machen das mal so. Ich glaube, das ist ganz praktisch. Wir machen mal Spiel verlassen. Können wir mal weggehen, kurz Regie? Es kann sein, dass ich nochmal das Spiel gleich neu starten muss. Ich weiß leider nie, wie diese PC-Games dann reagieren, ob die mich rausschmeißen. Ah, nee, es geht hier. Okay, also dann werden wir einmal hier wieder reingehen in freie Fahrt. Da können wir nämlich direkt mal reingehen, ohne dass wir storytechnisch eingebunden sind in gewisse Sachen, die wir machen müssen, und einmal in der Stadt herumfahren. Es hat natürlich eine Herumlaufkomponente, mit der wir... Moment, habe ich den richtigen Controller eingestellt. Da hängt es auch nochmal natürlich mit zusammen. Check ich mal hier gleich hier kurz ab, damit ich vernünftig spielen kann, sonst muss ich das mit Maus und Tastatur machen. Sache ist es, dass du natürlich deine Laufsequenzen und andere Geschichten dann hast. Allerdings, du hast auch die Möglichkeit, okay, Controller will jetzt hier gerade nicht, dann nehmen wir mal Maus und Tastatur, die auch nicht gerade wollen. Alright, interessant, dann muss ich das nochmal dann umchecken. Kommt davon, wenn man mit PC-Spielen und verschiedenen Lösungen hier dann nochmal arbeiten möchte. Also, die Sache ist es, dass du... Lass uns dann nochmal weggehen, bis ich das Auto mal zum Laufen bekomme, weil es wird dann so ein bisschen traurig, wenn das Auto nicht wirklich fahren möchte hier, dass ich hier den Controller nochmal aktiviere. So, ich muss nämlich einmal den Modus jetzt hier wechseln. Also, es gibt die normalen Action-Sequenzen, oder wo man aus dem Auto dann raussteigt und Sachen macht, aber du fährst natürlich auch GTA-Style herum und kannst dann viel anstellen. Gut, dann gehen wir ran und dann mache ich mal auf Standardsteuerung hier, weil der Controller will gerade nicht. Beim Testen hat er das dann noch gerne gemacht. Steuerung, Joystick, kein Joystick angeschlossen. Das sieht ja natürlich schon mal gut aus. Gehen wir mal Standard wiederherstellen. So, auf Auto auch. Und gehen auf zurück. So, da muss ich nämlich... Okay, mit dem Pfeiltasten fahren. So, jetzt fährt er. Jetzt wieder mit der... Oh Gott, Autofahren mit Pfeiltasten auf einer Funktastatur hier. Es gibt auch die Parts, wo man in der Stadt rumfahren muss. Dieser freie Fahrtmodus, je nachdem, wo man sich mit dem Safe befindet, kannst du dann hin und her schalten und mal ein bisschen dich in der Stadt umschauen, ein bisschen verschiedene Sachen machen und dich an die Stimmung gewöhnen und das mal mitnehmen und die Stadt kennenlernen. Die war ja hier eh ein Backdrop, also eher nicht, dass ihr wie bei dem heutigen Verständnis eine Open World habt mit 1000 Icons, die losgehen, sondern die war dann eine Kulisse, dass ihr zwar auch manuell wirklich hinfahren musstet und teilweise auch Sequenzen waren, wo ihr als Taxifahrer so zum Beispiel unterwegs seid und dann mal von einem Platz zum anderen, aber mehr dann natürlich zu den Locations, die dann ausgearbeitet sind, der Hintergrund, damit einfach alles ausgearbeitet und natürlich wirkt. Was ich hier gemacht habe, ich fahre auch schon viel zu schnell für die Polizei, da ich hätte meinen Limiter reinpacken können. Nee, so ist die Karte, die ich mir angucken kann. Mal gucken, ob ich von der Polizei gleich verfolgt werde, wenn es soweit geht. Ich habe hier versucht, alles so weit hochzudrehen, wie es geht optisch. Habe auch ein bisschen so mit der Kamera umgeschaltet. Ich mag diese Kamera direkt nah am Rad, wenn ihr euch mal die Speichen und alles jetzt hier so anguckt. Das Fahren wird natürlich dann umso schwerer, aber es gibt einem irgendwie so ein schönes Gefühl. Sowas hätte man früher so in alten Filmen und TV-Serien dann gesehen. So, gehen wir hier nochmal raus, weil zum Fahren selber. Oder ich bevorzuge eigentlich auch immer die Bumpercam hier selber zum Fahren. So bin ich dann auch sehr viel rumgefahren. Aber ich weiß, ihr da draußen wollt gerne auch die Autos dann sehen. Ich finde aber, das ist meist... Oh ja, die Polizei kommt jetzt. Meist ein bisschen schwieriger umzusetzen. Soweit ich jetzt hier hochgedreht habe, anscheinend bei dem Spiel hat man nicht eben eine neue Engine wie bei der Kex-Engine dahinter getan. Mit den Voraussetzungen, mit meiner, ich weiß nicht, da ist so eine Intel-Grafiklösung drin in dem Mini-Rechner, den ich jetzt hier benutze. Das entspricht natürlich nicht den Voodoos und den Riva TNTs und anderen Grafikkarten, die man damals hatte. Dass die Treiber überhaupt noch mit OpenGL oder DirectX3D dann so funktionieren, ist auch fast schon ein kleines Wunder. Sie tun es aber gut genug, dass ich Sachen hochdrehen konnte, aber ihr seht, es ruckelt und hakelt noch ein bisschen. Das wegzukriegen
Schwierig mit der Version. Auch von der Weitsicht aus her. Ihr seht auch, wie manchmal so Sachen reinploppen. Ich habe das schon alles nach Möglichkeit so hochgedreht, wie es geht. Man merkt auch bei dem Spiel dafür, dass es so ein Hingucker war zu der damaligen Zeit. In den Cutscenes merkt man es noch besser, weil gerade die Gesichtstexturen und die anderen Sachen schön funktionieren. Bei den Städten, die Lichtengine, die Details, die Weitsicht, wie wir sie schon genannt haben, der Aufbau. Für 2002 war das schon State of the Art, aber für 2022 nicht von ungefähr haben sie das Remake eben vor ein paar Jahren gemacht. Ich glaube, 2018 ist es rausgekommen und hat natürlich das alles visuell auf eine ganz andere Stufe gebracht, verglichen mit dem hier. Oh Gott, ich werde wirklich hier jetzt weggedrängt. Mal sehen, was passiert mit der Bullerei. Ich werde hier gesucht. Ach, ihr kriegt mich nicht. Oder zumindest nicht lebend. Hör auf damit jetzt! Oh Gott, die sorgen wirklich dafür, dass... Und was ich auch super finde, mein Kofferraum ist tatsächlich ein Kofferraum. Ja, jetzt wisst ihr, warum es heißt. Die hatten einfach einen Koffer hinten dran früher an den Autos. Damals in Lost Haven. So, lass mich mal verhaften. Was passiert jetzt hier? Da kommen sie! Mit den Shotguns. Ziehst du mich raus? So, da stehe ich. Was? Oh, ich hatte eine Tommy Gun bei mir. Ja, dann verstehe ich, warum sie hier ein paar Liegestütz machen. Warum sie mich verhaftet haben jetzt hier einmal. Aber es kann passieren, wenn man in Lost Haven nicht aufgepasst hat. Du wurdest verhaftet. Schöneres Ende kann es für das hier nicht geben. Lasst uns dann doch mal wieder wechseln und weitermachen und zum nächsten Game übergehen. Ich hoffe, dass mein Controller jetzt hier wieder funktioniert, weil das wäre, sonst muss ich den gleich nochmal sinken und dann nochmal checken vor der nächsten Aufnahme, was damit ist. Aber das nächste Game kann ich wenigstens mit Controller spielen und das hat eine besondere Bewandtheit, denn das war tatsächlich nicht Grafikkarten abhängig, sondern das hat durch die Art, ich meine, das waren Voxels, die sie benutzt haben, statt klassischen Polygonen, um die 3D-Grafik zusammenzubauen und das war der Verkaufsgrund zu einem Teil, nämlich für Outcast. Cutter Slade ist in auf einem Alien-Planeten quasi gefangen nicht, aber zumindest versucht wieder da wegzukommen. Gesprochen von Manfred Lehmann, der deutschen Stimme von Bruce Willis und ein groß angelegtes 3D-Action-Adventure mit sehr großer Umgebung, durch die man durchstapfen kann, bei der man echt viel erleben kann und echt viel dann machen kann. Und das hatten wir hier auf Rocket Beans ja häufiger schon mal gezeigt. Es gab ja auch dann nochmal Neuauflagen, inklusive dem zweiten Teil, der gerade entsteht. Und jetzt will ich mal gucken, dass ich nicht den falschen Save jetzt hier lade und schaue, dass hoffentlich mein Controller jetzt direkt schon funktioniert, was er natürlich nicht macht. Deshalb werde ich den nochmal hier neu starten und nochmal neu verbinden. Aber ich hoffe, dass es dann wieder geht, wenn wir nicht mehr dann so viel hier hin und her wechseln. Also, Cutter Slade ist, wie gesagt, so ein doch recht umtriebiger Charakter, der überall unterwegs ist im Weltraum, im Speziellen jetzt hier in der... Oh, jetzt... Ich meine, es hat gerade für 5 Sekunden funktioniert. Benutzt Konfiguration auf Steam. Was machst du denn jetzt hier mit mir? Das soll doch einigermaßen vernünftig laufen. Was wir es hier zum Laufen bekommen. Vielleicht machen wir das doch so, wenn er jetzt hier nicht will. So, komme ich hier wieder raus. Lass es doch mal so machen, dann bevor ich jetzt noch rumrühre und gucke, dass ich parallel erkläre und Sachen zum Laufen bekomme, lass uns eine kleine Pause machen, könnt ihr Regie gerne gleich mal kurz vorbereiten. Ich kläre das mal kurz mit dem Controller, dass wir nicht so viel hin und her wechseln müssen und sind gleich wieder da und gucken uns Outcast an. Bis in einem Moment. Hey Valentin, na? Hey. Endlich Blumen für den Garten oder was? Nee, ich pflanze Bohnen ein. Du pflanzt Bohnen ein? Bohnen sind noch nicht zum Einpflanzen da, Mann. Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Ha. Danke. Da sind wir wieder zurück im Retro-Club. Controller und alte PC-Spiele. Bring die mal zusammen.
Naja, wir haben es zusammengebracht und danke für eure Geduld. Das läuft hoffentlich jetzt für den Rest der Sendung vernünftig. Wir können aufs Ingame draufgehen und waren bei Outcast angekommen. Meine ich, habe ich wenn dann auch in dem Future Club hier nochmal gezeigt. Und wie gesagt, wir hatten es ja auch in verschiedenen Varianten hier in der Sendung mal drin gehabt. Wenn wir das Spiel starten, sind wir mit Cutter Slate auf diesem, ja, in diesem Alien-Dorf gelandet. Ich glaube, das waren hier so die Portale Stargate-Style, wo man durchgegangen ist. Und auch hier, hey, das ist genau das, was es ausschaut. Schaut euch mal Cutter Slate hier an in seiner Kantigkeit. Hallo, ich bin's. Ich bin Herr Slate. Es ist so kalt, dass ich auch ein bisschen atmen muss dazwischen. So geht das hier ab. Und auch die Texturen am Stargate. Sensationell. Alles volle Pulle aufgedreht. Aber verwaschen bis zum geht nicht mehr. Was ich hier machen konnte, die Art der Grafik, das schon. Ich habe ja schon gesagt, das war ein Spiel, was eben nicht grafikkartenabhängig war, sondern was dann komplett auf die CPU gesetzt hat. Deshalb meine ich, dass es wahrscheinlich auch besser, dass du es besser auf moderneren Systemen so laufen lassen kannst, wie ich es jetzt hier laufen lasse. Einfach, weil du nicht dann so den Schnickschnack mit Grafikkartentreibern und anderen Geschichten hast. Es hat aber auch bedeutet, dass es limitiert war zu dem, was du dann machen konntest mit deinem Rechner da hier. Rein spielerisch gesehen, ich grüße mal hier den Kollegen. Oh, können wir die Sprachausgabe gar nicht hören? Dann müssen wir mal gucken, weil normalerweise würden wir das jetzt hier schön im Deutsch parliert hören, was die beiden zu sagen haben. Aber rein spielerisch gesehen, ich check gleich noch mal in den Menüs, vielleicht habe ich das aus Versehen ausgeschaltet mit der Sprachausgabe. Die würden jetzt im feinsten Deutsch, ein bisschen dumpf wegen der Aufnahmequalität, anfangen miteinander zu parlieren. Und ich würde jetzt hier rumgehen und müsste dann verschiedene Sachen und Aufgaben lösen. Gehen wir mal kurz hier raus mit ihm. Kann ich das hier unter Optionen mal machen? Master Volume? Nee, es müsste eigentlich dabei sein. Dann, keine Ahnung, kann auch sein, dass ich hier wieder was mit der Soundausgabe verschluckt hat. Checkt da gerne aber auch die anderen Formate aus, die wir hier gemacht haben. Ich kann hier mit Cutter Slate herumlaufen. Was verspringt? Ach ja. Oh Gott, das Springen ist ja auch fantastisch. Hallo, mein Freund. Ja! Jawohl! Yahoo! So sieht das aus. Und mit der grummeligen Bruce Willis-Stimme sich dann hier überall durch die ganze Welt erkundungstechnisch hervorzujagen. Hier gilt es zuerst so ein bisschen die Details der Steuerung zu lernen. Wie man schwimmt, wie man Sachen aufnimmt. Ich konnte auch hier in die Ego-Perspektive schalten zum Umschauen, um mir mal diese, sind das Weihnachtsbäume? irgendwie so anzuschauen. Oder die Haufen von Eis, hier Wasserreflexionen und alles, wenn wir hier zum Schwimmen reingehen. Können wir auch Items finden und hoch und runter tauchen. War ein Spiel, wo man echt viel Spaß damit haben konnte und eben auch für die Leute, die dann eben keine gute Grafikkarte hatten, aber wenigstens der Prozessor, wenn er gar nicht mal so schlecht gewesen ist, konnte man es schön aufdrehen. Ich fand durch die Art der Darstellung, ich weiß nicht, ob es dann nur die Voxel gewesen sind, warum dann die ganzen Hügel und Höhenunterschiede diesen Look ungefähr haben. Ich habe es immer eben mit diesem Spiel verbunden, dass es doch das eigenständige Aussehen gesehen hat und wie das so zusammenkommt. Ihr könnt mittlerweile auch das Original auch für, okay, jetzt habe ich was geglitscht, dass ich so rumlaufen konnte, auch geil, für ein Apple und ein Ei dann auch in den diversen Download-Stores bekommen. Das ist die Steam-Version, die ich auch schon seit langer Zeit auf meinem Account hier habe. Und ich könnte hier weiter mit den Leuten interagieren. Hier kann ich zum Beispiel mal meine Waffe ziehen, wo ich dann schaue und dann ballern kann. Aus demselben Grund hat sich jetzt alles außer der Musik nicht aktiviert, aber damit leben wir jetzt einmal, so sind dann ältere PC-Spiele nun mal. Ansonsten aber funktioniert das echt ganz gut. Und auch da, ich würde das für mein Gefühl jetzt nach der Vorbereitung für die Show gerne mal auch noch mal ein bisschen weiterspielen mit dem Save, den ich hier schon angefangen habe, nach der langen Zeit, um mal zu sehen, wie die anderen Gebiete aussehen, wenn ich aus dem Dorf mal vernünftig raus bin. Kann mal gucken, ich probiere mal. Ich glaube, ich habe noch einen anderen Save, den ich mitnehmen kann. Oder auch nicht. Oder ist das der andere Save? Ne, der hat hier automatisch, glaube ich, gesaved, wo wir da gewesen sind. Sagt er was, wenn ich mit dem rede? Nein, nicht. Sonst hätte ich euch gerne noch mal die Manfred-Lehmann-Stimme hier hören lassen. Aber ja, hier finde ich es auch toll, dass man sie je nachdem noch mal hochdrehen kann. Ich werde es auch noch mal an meinem Heimfernseher in 4K dann probieren. Vielleicht sieht das ja noch schöner und noch kantiger aus. Und Outcast ist echt ein Spiel, was mit diesem oldschoolig-PC-igen echt gut nochmal profitieren kann. Wenn wir hier so in die Häuser reingehen, schaut euch das Feuer an hier. Die schönen verwaschenen Bilder, die dich hier da dran haben. Die actionreiche Musik im Hintergrund, also actionfilmartige besser gesagt. Ne? Dieses dramatische, hochschwellende. Oh, hier das Fell, was mit verwaschenen Nägeln an die
also für heutige Verhältnisse verwaschene Nägeln an die Wand gehauen ist. Ihr müsst euch vorstellen, das ist eben sowas, das würde nochmal durch den Röhrenmonitor ein kleines bisschen kaschiert werden, wobei die schon vergleichsweise scharf waren gegenüber Fernsehern, was die Bilddarstellung, so klassische PC-Monitore angeht, 17 Zoll, 19 Zoll. Da würden aber selbst solche Texturen noch ein ganz anderes Gefühl haben, als wenn wir sie hier mit modernen Flatscreens und anderen Übertragungsmöglichkeiten sehen können. Alleine, dass ich das hier mit HDMI anschließen kann, wo ich ein richtig digitales Bild habe, ohne dass da analog irgendwas dazwischen kommt, ist ja schon mal ein enormer Vorteil. Sieht ein bisschen aus, als ob sich Cutter Slate in die Hose gemacht hat, der Schattenwurf. Aber so gehört sich das. Na gut, genug davon angeschaut. Hier geht es ja auch mehr um einen Optik-Showcase und nicht nur um die Spiele selber. Zwei Sachen habe ich für euch noch vorbereitet. Und das nächste ist eine kleine Überraschung, die ich tatsächlich überhaupt nicht im Blick hatte, sondern ein Spiel, was ich jetzt im Laufe der Recherche von dieser Sendung noch mal in den Shops entdeckt habe und gesagt habe, hey, probier das mal aus, es ist an dir vorbeigegangen. Folgendes nehme ich hier. Scrapland, besser gesagt American McGee präsentiert Scrapland. American McGee, natürlich ein amerikanischer Spieleentwickler, der, ich fand immer so, der hat eigentlich ganz coole und nette Spiele gemacht. Von dem waren ja die Alice Games oder Alice Madness Returns. Der hatte ja noch ein paar andere Sachen im Petto, wo er so federführend als Game Director oder zumindest in wichtigen Positionen so dahinter stand. Inwiefern er aber, er hat ja natürlich nicht alles gemacht bei diesen Spielen. Ist ja so, Sid Meier's Pirates, Sid Meier hat nicht das Spiel. Wobei, bei Pirates bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube aber nicht, dass er dieses Spiel komplett selber gemacht hat oder Games von Yu Suzuki. Letzten Endes, man hat ja häufig dann, wenn man irgendwie so einen bekannten Namen dahinter packen kann, das mit draufgetan. Das eigentliche Spiel, was wir hier sehen, gehen wir aufs Ingame rauf, ist allerdings von Mercury Steam. Das sind die Entwickler von der Castlevania Lords of Shadow Serie und Metroid, den Metroid-Spielen der letzten Jahre, also Samus Returns auf dem 3DS und Metroid Dread. Das ist also quasi das Metroid der Vorzeit. Scrapland ist ein Open-World-GTA-Style Third-Person-Roboter-Comedy-Action-Adventure mit Luftballereien. Also ein ganz eigenständiges Ding. Vor ein paar Jahren, 2004 das Original rausgekommen, 2020, da steht Remastered dran, aber grundsätzlich ist das die PC-Fassung vom Game, die man noch mal lauffähiger gemacht hat auf moderneren Rechnern. Ihr seht alleine hier, ich finde so die Farbgestaltung und alles drum und dran dann ziemlich cool. Ihr seid mit einem Roboter unterwegs und müsst dann Schrott einsammeln, den ihr dann benutzt, um dann bessere Schiffe zu craften, und ihr jagt dann Leute, auf die ein Kopfgeld ausgesetzt, und alles in so einem nicht nur eigenständigen Low-Poly-Roboter-Look. Ist auch mit 2004, wo ihr gesehen habt, eins der späteren Spiele. Das bedeutet, die Grafik ist schon ein bisschen aufwendiger als bei anderen Games, die wir bisher gesehen haben. Aber es ist noch so ungefähr in der Ära, bei der wir sind. Wir sind jetzt hier gerade angekommen, weil ich glaube, das ist unser neuer Auftraggeber. Können wir mit dem sprechen? Hi. Hi, Detritus. Tell me about Crazy Bets. Are little challenges I send to your log. Okay, ich kann mit denen mal gucken, ob ich hier. Achso, ich kann einfach weggehen bei denen. Hier könnte ich natürlich mich mit vielen Leuten unterhalten. Ich habe hier schon ein bisschen reingespielt und mit meinem Charakter bin ich in der Roboter-Disco gelandet. Und schaut euch an, die gehen hier richtig ab. Schön mit der Roboter-Musik. Ja, ich höre so. Umfta. Auch hier die Roboterpriester. Die sagen sich, ich habe den Funk im Blut nach der Kollekte und die Diamanten. Hat er seine Knarren da aufgebaut oder ist es seine Faust? Ich glaube, der hat eine Knarre in der Hand. Nee, das sind die Ringe, die er dran hat, der Bling und so weiter. Die haben sich für die Ausgestaltung der Locations hier echt viel Mühe gegeben und es hat auch eben, wie gesagt, diesen Comedy-Aspekt, fast schon ein bisschen Ratchet & Clank-artig zu einem Teil. Und das Jahre vor Ratchet & Clank, auch wenn Ratchet & Clank nicht nur auf Roboter gesetzt hat, aber es hat ja ein bisschen dieses Sci-Fi und dezentes Comedy-Feeling, was hier nochmal rumgekommen ist. Wenn ich hier jetzt hier rausgehe, dann werden wir so den Grundstock des Spieles sehen, dass wir eben in einer Sci-Fi-City sind, wo wir dann herumlaufen und herumfliegen können, besser gesagt, auf einem, aus so einem selbstgebauten, aus Schrott gebauten Jetbike. Und je nachdem, welchen Auftrag wir haben, müssen wir dann rumfliegen und dann Gegner besiegen oder Sachen einsammeln. Ich glaube, hier müsste mein Schiff sein, was ich jetzt aktivieren kann. Once they have been destroyed, ships will release ammo, pulse, or money. Pick them up before someone else does. Okay, der Crazy Gambler, mit dem ich gerade vorhin nochmal gesprochen habe, das war mein erster Auftraggeber, mit dem ich hier dann meinen ersten Auftrag bekommen habe, während ich hier in der Stadt herumfliege, dass ich
So. Gucke, dass ich Gegner besiege, aber es ist nicht nur, soweit ich gesehen habe, dass es um Gegner besiegen geht, sondern es gibt eben auch dieses ausgewiesene Crafting-System, wo man dann, wenn man entsprechend Schrott gesammelt hat, sein Schiff verbessern kann, die Höhlendichte, ich schätze mal auch die Waffen und andere Sachen adaptiert. So, ich habe dich hier in der Ecke gefangen. Oh, der fliegt weg. Das ist nicht nice von dem. Und was ich insbesondere cool fand, also ihr seht hier nur einen kleinen Part, wo wir jetzt hier gerade rumfliegen und wir sind damit beschäftigt, auch hier dieses Schiff hier zu jagen. Alleine die Ausgestaltung dieser Sci-Fi-Stadt, fast schon so fünftes Element-artig, wo man hier unterwegs sein kann. Und hier bringt auch tatsächlich eben die Modernisierung oder die Möglichkeit, das auf einem modernen System laufen zu lassen, nochmal um einiges mehr, weil das jetzt hier in 16:9, in voller Auflösung, mit flüssiger Grafik, mit dem ganzen Detailgrad, dass es nicht ruckelt, das hat auch was ganz Eigenständiges. Fünftes Element, muss ich so ein bisschen dran denken, natürlich auch hier, was war das, Star Wars Episode 2, wo sie in Coruscant rumgeflogen sind mit den ganzen Autos. Das ist vielleicht auch eine Analogie, die man treffen kann. Wisst ihr, woran ich auch denken musste? Wir haben ja so ein bisschen diese verrückten Roboter gesehen. Kennt ihr noch den Computeranimationsfilm von, boah, ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber der hieß auch so Robots, ne? Wo man es auch irgendwie mit futuristischen Robotern zu tun hat. Es könnte sogar im Original Robin Williams gewesen sein, der da noch gesprochen hat. Und vielleicht ist es aus der Ära so gekommen. Es gab noch eine Xbox-Fassung, also die ganz klassische Xbox. Und nicht die späteren Modelle. Allerdings, auch die waren mir vorbeigegangen. Und hier, ich denke mal, Mercury's Team, nachdem die ganze Zeit Nintendo-Sachen dann produziert haben, haben auch so ein bisschen Bock gehabt und Lust gehabt, diesen alten relativen Klassiker. Die Wertungen waren durchaus positiv. Der Wertungsschnitt lag so bei Mitte 70er Metacritic, wenn man es auf den Metacritic umrechnet von der damaligen Zeit. Also gar nicht mal so schlecht, aber ich meine, dass es wahrscheinlich ein Spiel ist, was so ein bisschen unter ferner liefen war, dass man eben es nicht so präsent hatte. Vielleicht in so Richtung, die Leute, die es gespielt haben, denen hat es potenziell echt gut gefallen, aber selbst ich hatte es überhaupt nicht auf dem Schirm, ne? Freue ich mich immer wieder, solche Sachen entdecken zu können und die auch hier mit dem schönen Look and Feel sich hier mal anzugucken. Das City-Design finde ich Hammer, ne? Also haben sie sich echt schön Gedanken gemacht, was sie hier damit anstellen können. Und die Remastered-Fassung, das müsste auch Good Old Games dann gewesen sein, in der Fassung, in der ich hier jetzt hier gerade spiele. Kommen wir auch so ein bisschen durcheinander. Was hat die nochmal auf Good Old Games, was nochmal auf Steam? Und manche Spiele habe ich gemerkt, ich habe es in beiden Listen mit drin, was ich für mich hier und da mal für ein paar Euro geholt habe, wenn es in den Sales drin gewesen sind. Man kann sich echt eine recht große Sammlung mittlerweile mit den digitalen Stores dann aufbauen. Also, werde ich jetzt hier gerade gejagt? Ich glaube, ich werde gejagt. Oh, alleine hier. Wie geil das da oben ausschaut, ne? So weit kommen wir hier leider nicht in der City. Da wäre der nächste. Lass uns aber mal sagen, ich würde euch gerne noch kurz ein weiteres Spiel zeigen, auch wenn unsere Zeit schon gegen Ende hinschreitet. Deshalb lass uns hier noch mal einmal rausgehen. Abschließend, dieses Game will ich nicht hinten überfallen lassen, habe mich in anderer Fasson auch noch mal mit beschäftigt, aber zeigen wir noch mal das letzte Cover für heute. Omicron, The Nomad Soul, das erste Spiel von Quantic Dream, respektive von David de Grotula, auch besser bekannt als David Cage. Ja, das ist David Cage, sein echter Name. Ein ganz weirdes Action-Adventure, auch Sci-Fi-Hintergründe, aber wo es darum geht, dass ein Geist in den Körper eines Polizisten dann reingeschwunden ist und dort eine Verschwörung mit Aliens und anderen Leuten auf den auf die Spur kommen will. Und jetzt sagt Steam, Aktualisierung klappt nicht. Ich will gar nicht aktualisieren, ich will nur starten. Jetzt macht das Spiel einmal an. Da habe ich potenziell, meine ich, auch andere Versionen gezeigt. Ja, jetzt, die Anwendung läuft bereits. Nein, lass mich bitte einmal starten. Und nerv hier so nicht. Ich könnte es in der Dreamcast-Version dann gezeigt haben, weil das war auch eines der Games, die auf dem Dreamcast dann so gewesen sind. Anwendung läuft bereits, das heißt, dann muss ich wahrscheinlich im Task Manager das einmal beenden. Die gute alte PC-Zeit. So, was habe ich denn hier? Omicron, The Nomad Soul. Ja, ich hatte das Spiel noch mal gefeatured damals, wo es um Musiker in Videospielen ging. Denn die hatten sich extra David Bowie für dieses Spiel reingeholt, der dann eigenen Song geschrieben hat oder zumindest es kann auch sein, aber dass es ein wichtiger Bowie-Song gewesen ist, den sie lizenziert haben. Ich weiß aber, dass David Bowie als Charakter damit aufgetaucht war und da hatte ich ein kleines Special gemacht, wo es wirklich speziell um Musiker in Videospielen ging und David Bowie war bei dem Game drin. Wir hatten ja auch noch mal
Sachen, wo andere Musiker in Spiele verbaut wurden, die ganzen Moonwalker-Games, die wir gekriegt haben. So, ich probiere es jetzt noch mal. Irgendwie konnte ich es jetzt im Taskmanager nicht finden. Vielleicht hat sich der Task auch ausgemacht. Ist ein Fehler aufgetreten? Anwendung läuft. Wie heißt denn die Anwendung, mein Freund? Wie sieht es denn bei euch aus, wenn ihr dann solche Probleme mit PC-Games habt, die nicht so laufen wollen, wie sie gerne laufen wollen? So, Omikron. Es heißt natürlich nur Runtime statt Omikron. Task beenden. Ich hoffe, dass ich das kleine Icon jetzt richtig erkannt habe und ich probiere es mal. Und? Jawohl. Deshalb kann ich es im Taskmanager nicht finden. Schreibt wenigstens auf die Exe rein, schreibt Omikron.exe oder so und nicht Runtime 32. Leute von Eidos. Egal, gehen wir aufs Ingame. So, dass wir es dann einmal nochmal zeigen können. Also ein ganz weirdes Adventure mit sehr eigenständigem Look and Feel. Und gerade dieser kantige Polygon-Look ist nochmal etwas, was es nochmal speziell gemacht hat. So, wir gehen mal auf Load Game. Und welchen Save hatte ich vorbereitet? 6-2, 6-3, nehmen wir den hier mal. Also, unser Hauptcharakter ist eigentlich ein Geist, der in den Körper eines futuristischen Polizisten reingeraten ist. Und hey, mit dem ich hier unterwegs bin. Ah, jetzt bewegt er sich. Ach ja, Panzersteuerung hatte ich ganz vergessen. Stimmt, nicht in die Richtung lenken, sondern nach vorne. Und ich bin jetzt hier gerade in meine Wohnung, also die Wohnung des Polizisten zurückgegangen. Der war seit ein paar Tagen verschollen. Die Freundin des Polizisten dachte, irgendein Einbrecher ist hier. Ich habe dich sehr vermisst. Wo bist du denn gewesen? I thought I'd never see you again. Where have you been? I haven't heard from you in days. Die ist auch so hübsch, ne? Mit ihren vier Polygonen. Wo bin ich denn gewesen? Ich kann mich nicht erinnern. Ich bin nicht Kyle. Ich habe nur diesen Körper inne und ich komme aus einer anderen Dimension. Kyle, are you sure you feel all right? Do you want me to call a meditech? Ja, du könntest dann viel machen. Also ich kann mit der jetzt hier nochmal reden. Ich will natürlich dieser Verschwörung auf die Spur kommen. Sie akzeptiert, dass es uns gerade nicht so gut geht und wir haben hier in unserem Apartment noch ein paar Items, die wir mitnehmen müssen, bevor es dann weiter in die Stadt geht. Und guck mal, was für ein geiles Apartment er hat. Er muss natürlich erstmal auch seine Waffe mitnehmen, weil ohne Waffe geht er nicht raus. Die kann er von der Freundin einfach wieder einpacken hier. Oh, ich würde da mal auf die Tastatur tatsächlich gehen, merke ich gerade, weil ich habe mit WASD. Ja, genau. Ich lasse den Controller mal weg, weil merkwürdigerweise die Panzersteuerung. You just got back and you're already leaving? Du gehst schon weg, mein Lieber. Was soll denn das? Die Panzersteuerung ist mit dem Analogstick tatsächlich so ein bisschen schwierig umzusetzen. Yeah. Tut mir leid, ich muss leider jetzt schon weg. Wobei, wir gehen noch mal zurück, würde ich jetzt sagen, weil da war noch eine ganz spezielle Cutscene, die man tatsächlich aktivieren kann jetzt hier. So, während du hier reingegangen bist. Ich komme hier besser zurecht mit der Tastatursteuerung, weil irgendwie der Analogstick, wenn man den kalibriert hat, der wackelt immer beim Gehen. So kann ich wenigstens einigermaßen geradeaus gehen. Und echt in der Zukunft hast du wohl echt viel Geld, dass du dir als normaler Polizist so ein Riesenapartment leisten kannst mit verschiedenen großen Räumen, mit einer Sonardusche. Und eine Toilette. Oh, ich kann übrigens strullen hier. Wollte ich das mal zeigen? Strull-Button. Muss natürlich nicht alles animiert werden, aber so machen wir das in der Zukunft. Vielleicht wurde das auch gerade direkt aus der Blase rausgebeamt bei ihm, wenn er dann davor steht. Das Spiel, wenn du mal die Optik dann hochdrehst, dann hat es auch echt einen echt schönen Look. Hier kann ich das Kampfsystem trainieren. Und ich guck mal, wo unsere Freundin in der Küche war sie nicht. Wo bist du denn, meine werte Dame? Die hat sich natürlich. Die war traurig drüber, dass wir gleich hier rübergegangen sind. Also das war nicht das Schlafzimmer, da hatte ich die Truhe. Wobei, ich meine, dass das da... Ah, okay, dann haben wir vielleicht das schon getriggert durch die Cutscene, die wir... Nee, da ist sie. Sonst wird sie im Schlafzimmer sein und dann können wir uns noch zu ihr hinlegen mit dazu. Kannst du uns was sagen? Nee. I have nothing to say to her. Okay. Dann stellt euch mal vor, dass da ordentlich was abgegangen wäre, wenn wir uns ins Bett dann hingelegt hätten. Aber das Highlight ist natürlich hier, was ich euch hier dann für den Sinn zeigen möchte, wenn wir hier raus sind, wie aufwendig sie die Welt designt hatten. Weil wenn wir hier mal raus sind, können wir nämlich in der City jetzt hier herumlaufen und die haben tatsächlich so eine nette kleine Sandbox dann hingebaut. Ich kann hier herumlaufen. Ihr seht, alles ist populiert mit recht vielen Leuten, die herumlaufen. Teilweise natürlich auch, ich sollte nicht vors Auto laufen.
Aber komm, da müsst ihr auch aufpassen. Ihr seht doch, dass da jemand hier direkt kurz mal rüberläuft. Populiert von vielen verschiedenen Leuten, teilweise auch manche Zwillinge, Drillinge oder Fünflinge dann drunter. Also das ist das gleiche Polygonmodell spawnt. Weil ich glaube, an der Dame sind wir gerade vorbeigelaufen. Und da ist ihre Zwillingsschwester hinten, die an ihrer Drillingsschwester vorbeiläuft direkt. Während noch zwei von denen da hinten entlang laufen. Also wenn man ganz genau hinguckt, sieht man, wo sie die Konzessionsentscheidung gemacht haben. Aber für die damaligen Verhältnisse eigentlich auch eine sehr schön realisierte Welt. Eben unter den Aspekten, die dann später für Quantic Dream dann bekannt und groß geworden sind, ne, dass sie viel Aufwand und viel Liebe in das Design gepackt haben. Was den Look angeht und die Art der Charaktere, weniger vielleicht aufs Gameplay. Wobei das schon mehr, das ist, glaube ich, das traditionellste Spiel von Quantic Dream, weil hier hast du ein richtiges Kampfsystem, hier hast du Action-Adventure-Elemente und nicht nur, in Anführungsstrichen, dann sogar Tag- und Nachtwechsel hier. Und nicht nur, dass du Quicktime-Events hast und alles narrative Storytelling, also bevor sie in ihre Phase da gekommen sind. Und es ist sehr interessant, sich das hier nochmal anzugucken. Ich kann auch in Gebäude rein. Wo sind wir? Oh, wir sind in der Disse, oder? Hier war ich noch gar nicht. Geil, was geht hier ab? Kann ich mir hier einen Drink holen, mein Kumpel? Nee, da will man. Was will ich denn? Meine Texturen will ich haben. Gib mir. I'd like to drink something. Ich will eine Dose Klopsbier. Gib mir Klopsbier. Kann ich das machen? Select Object. Ach, habe ich schon. Ah, ich habe schon gekauft. Ich dachte, der säuft das jetzt hier. Dann ist das nur für mein Inventory. Dann gehen wir hier wieder raus. Adios. Ich dachte, der säuft das jetzt hier, aber nein, ich habe das in meinem Inventory jetzt hier drin. Kann ich hier an der Stange tanzen? Tanzt hier jemand an der Stange? Nee, die saufen jetzt hier nur, ne? Aber ja, auch solche Sachen machen mir Spaß, die zu erkunden und sich das entsprechend anzugucken. Nothing interesting auf der Toilette. Dann schließen wir nochmal ab. Du musst doch nochmal strollern bestimmt, mein... Nee? I don't know what to do with this, aber du warst doch schon mal auf einer Toilette. So, was ist damit? What? There's no reason to do that. Die Blase ist leer. Okay, dann haben wir das auch nochmal mitgenommen. Puh, ich bin ganz froh, dass die Spiele nur teilweise abgestürzt sind und der Controller eine Handvoll Mal nicht wollte. Das sind die Risiken eben, wenn man nochmal so ein bisschen ältere PC-Games vor allem zeigt mit modernen Sensibilitäten in der Show wie dem Retro-Club. Aber ich denke, wir haben eine ganz gute Übersicht darüber bekommen, dass Spiele auch in ihrer kantigen Schönheit wirkliche Relevanz haben heutzutage mal. Und ich bitte euch gerne, wie gesagt, schreibt in die Comments rein, was ihr nicht nur zu den Spielen denkt, sondern wenn ihr auch kantige Tipps für die Zukunft habt. Ansonsten, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen in den nächsten Wochen. Ich persönlich werde im Urlaub sein, aber ich werde für euch jetzt in den nächsten Tagen viel Retro-Club vorproduzieren, dass ihr auch Retro-Club schauen könnt. Wegen der vielen Produktionen, ich werde jetzt nicht traditionell zum Jahresende direkt den nächsten Future-Club haben, aber ich habe das für ein bisschen später nochmal anberaumt, damit ich auch genug Zeit habe, das vernünftig vorzubereiten. In der Zwischenzeit gibt es klassischen Retro-Club für euch, ganz normal am Donnerstag, ausgestrahlt, wie ihr es kennt. Diesmal vor Weihnachten ein spezielles Deindizierungs-Special Nummer 4. Also, ich glaube, das sollte euch auch ganz schön munden. Bis dahin aber, ich war der Gregor, ich sage Danke und ich sage Tschüss, bis dann.